Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid, wir reagieren auf einen alten Song von Alpagan. Kanyame heißt das Ding, Autosong von dem Album von Alpagan, Zurück zur Straße. Ihr seht es schon, am 9.9.2016 ist das Album damals erschienen. Ja, wir geben uns das Ding und ich habe euch ja gesagt, dass in Zukunft öfter mal ältere Songs eine Reaction zu geben wird. Das wird einer davon sein. Ja, wir gehen mal durch und wer da alles drauf ist bei der Kanye-Armee, wir checken's ab und ja, ich kenne den Song natürlich schon, aber wir gehen rein. Können wir mal die Namen hier ein bisschen durchgehen auch. Alpagan natürlich, aber hier Samra ist da drauf. Gent ist da drauf, Mjahid und Anonym ist da drauf. Produzent Frank One, der wurde schon ewig am Start ist, der immer noch seine Songs, glaube ich, teilweise produziert. Haze Blaze hat auch noch mitproduziert. Und ja, bevor wir darauf eingehen, so ein bisschen, hören wir erstmal rein. Und hier, er hier auch, warte, der das Video hier gemacht hat, wo ist er? Sergeant Iziki? Wenn er so, oder ich weiß nicht wie genau wie ausgesprochen wird, aber der macht glaube ich jetzt für Samra die Videos oder hat schon einige Videos gedreht. Ja, auch heftig. Wusste ich gar nicht mehr. Und sie fangen wieder zu bellen an. Kommt ihr Hunde und holt euch eure Schellen ab. 5 Mann, 10 Feuchte, jetzt kommt die Gianni Armee. Die glänzen so edel wie eine Goldkette von Cartier. Guck wie diese. Digga, ist so nice, ne? Alpagan, so, ich feiere ihn komplett, ohne Scheiß, ne? Ist auch nicht so ein Gelaber oder so. Ich feiere seine Musik sehr. Ich finde ihn auch sehr, sehr, sehr unterschätzt noch, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn immer nerve, so, machen wir ein Album, so, weißt du, was ich meine? Ich bin der komplette Album-Fan. Digga, feiere ich, wie er hier einsteigt. Jetzt habe ich's. Und sie fangen wieder zu bellen an. Kommt ihr Hunde und holt euch eure Schellen ab. 5. Sie fangen zu bellen an. Kommt her und holt euch eure Schellen ab. Feier ich komplett, Alter. Mann, 10 Feuchte, jetzt kommt die Gianni Armee. Die glänzen so edel wie eine Goldkette von Cartier. Guck, wie diese Krieger kommen. Wir sind 3 Türken. Ein Albaner und der Junge aus dem Libanon. Lass mal deine Brüder. Ja, Digga. Auch unfassbar. Wir gehen da natürlich immer noch genauer drauf ein. Aber Digga, wenn er das alles vertragsmäßig gemacht hätte, ne? Digga, was wäre das für ein Label geworden? Ohne Scheiß. Digga. Und das kommt für mich auch sehr sympathisch halt einfach rüber, weißt du? Er bringt die raus, ohne die im Verträge zu fangen, so mäßig, weißt du? Weil, Digga, stell mir vor, die hätten alle für 2, 3 Alben unterschrieben, ne? Bruderfilme, während ich dein Bruder filme, gibt es Bomben und dann schiebt dein großer Bruder Filme. Brutal. Auch eine nice Line, sorry, ich muss nochmal zurück machen. Wir sind 3 Türken, ein Albaner und der Junge aus dem Libanon. Lass mal deine Bruder filme, während ich dein Bruder filme. Gibt es Bomben und dann schiebt dein großer Bruder Filme. Brutal. So nice, diese dreifache Referenz an Bruder Filme. Digga, geil. Session, das ist High Definition. Ihr wollt reimen und wissen, habt den Scheiß nicht begriffen. Ich mach Scheine beim Sitzen und übernehm wie Tipico. Ihr geht unter wie Schlecker oder Easyco, Easy Bro. Ja, nice, Alter. Ihr feiert den Flow, der Text ist einfach geil, der Beat scheppert alles weg, auch wenn ihr nicht steht, wer ihn produziert hat. Aber der Alpagan-Part ist ja sowas von nice. Mirra, mirra, komm mir nicht so gute Tirro. Ich bin der Kabadaie in der Szene, nenn mich Tirro. Ich mach euch alle platt und fick den letzten seiner Gattung. Alper Abi ist wieder zurück und das ist die Gianni Armee. Stell keine Fragen. Psst, Alpagan ist wieder zurück und das ist die Gianni Armee. Digga, geil. Jetzt steigt Samra hier ein. Digga, der alte Samra kommt wieder. Haltet euch fest. Wieder zurück und das ist die Gianni Armee. Stell keine Fragen. Psst. Lack, ich bin geisteskrank, eingebrannt, eingefangen, immer noch die Eins im Land. Ich will ein Sportwagen, kick doch, fick das Bremssystem. Digga, der will dich angreifen mit seiner Stimme, ne? Digga, Samra hat so viel Hunger gehabt damals, unglaublich. Der Bett im Leben, Action, Game, Sekt und Steak. Trotz Bats immer noch Harma wie vor 10 Jahren, weil wir uns vor Baba für Haram Para geschämt haben.
Weil wir uns vor Baba, vor Haram Para geschämt haben, auch sehr geil. Kann auch nochmal zurückmachen, Digga, ich liebe diese alten Samra-Sachen. Immer noch armer wie vor 10 Jahren, weil wir uns vor Baba, für Haram Para geschämt haben. Meine Brüder waren aus Raptaus, denn hängst du in meiner Gegend, da blauern die die Amjas auf. Hass im Bauch, ich hab ein Ziel, Highspeed, TikTok, Paranoia, Leinziehen, ich schick Frauen in High Heels. Diese komplette Asozialität plus den kompletten Hunger plus er greift einen wirklich an. Digga, das Ganze im Gesamtpaket klingt einfach so geil. Digga, unglaublich. Ein Team und wer uns in die Quere kommt, wird eh gefickt. Wie die Eselbitch in meinem Ledersitz. Ich belehre dich, denn in meiner Welt, Bruder, kommt das böse Audi Digi durch den Panamera-Blick. Ich bin ekelig, mit wem willst du mir drohen? Geh dein Bruder holen, du fein geiler Hurensohn. Hä? Geh dein Bruder und du Fame, geiler Hurensohn. Digga, unglaublich. Feier ich. Können wir uns ja hier den Schluss hier nochmal geben? Denn in meiner Welt, Bruder, kommt das böse Audi Digi durch den Panamera-Blick. Ich bin ekelig, mit wem willst du mir drohen? Geh dein Bruder holen, du Fame, geiler Hurensohn. Rapper können laufen gehen. Ja, nice. Der nächste ist Gent. Der ja auch unter anderem jetzt im Nachhinein bei Kollega gesigned war. Alle sind sehr bekannt geworden. Einen einzigen, den ich jetzt nicht so kenne, so den ich von hier kenne, aber sonst jetzt nicht so. Aber ich habe jetzt auch nicht recherchiert oder so. Digga, aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal zu Gent. Aber alle von Haftbefehl, Führungszeugnis leer. Nein, wir haben nicht im Knast gelebt. Ich kann auf meine Schafe zählen, wollte niemals Schafe zählen. Während du geschlafen hast, kämpfe ich fürs Überleben. Komm in hier auch diese Dreifach-Referenz an Schafe. Auch sehr nice. Ich habe nicht im Knast gelebt, ich kann auf meine Schafe zählen, wollte niemals Schafe zählen. Während du geschlafen hast, kämpfe ich fürs Überleben. Komm in deine Stadt und ich lasse dir eine Kugel da. Was Bewährungsstrafe, ich mach Business Richtung USA. Ja, Digga. Sind alles nice Rapper, Digga. Sagt mir, was ihr wollt, aber dieses Label hätte alles auseinandergenommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Klar, weil ich das Mic fick. Komme mit Steigkappen und gebe dein Vater Sidekick. Gib mir deine Breitling, die Klunker und das ganze Geld. Schüsse aus nem weißen Band. Guck mal, diese Neider rennen, wenn diese Kalaschnikova hier in Sicht ist. Gebe dir einen Tritt und du siehst Sterne, Schock wie Blitzlicht. Mach mal. Digga, ich sag euch auch ganz ehrlich, so, das wird nicht mehr passieren. Aber stell mal vor, die würden sich jetzt nochmal hier zusammensetzen und davon einen zweiten Teil machen. Müssen sie, könnt's Kani Armee 2 nennen oder einen anderen Namen, scheißegal. Digga, aber auch heute. Und dann nicht irgendwelche Streaming-Musik, sondern wirklich einfach nur rappen so. Weißt du, und den Beat einfach auseinandernehmen. Digga, ich wär sowas von am Start. Weil ich auf Breit, deine Rapper sind auf Testolo. Meine Jungs schicken deine Abis, Zigaretten holen Explosion. Meine Jungs stürmen dein Bunker. Feier die Armee oder fick deine Mutter. Check. Feiert die Armee oder fick deine Mutter. Digga, so geil. Samra rastet hinter Gent auch nochmal so komplett aus. Feier ich auf jeden Fall. Meine Jungs stürmen dein Bunker. Feier dir Armee und fick deine Mutter. Gegen meinen Flow brauchst du Das ist der Rapper, der mir jetzt nichts sagt. Also ich kenne den Track natürlich schon. Ich habe den schon so oft gehört. Aber ich habe mich irgendwie nie im Nachhinein mit ihm befasst. Ich weiß auch nicht wieso. Muss ich vielleicht auch mal nachholen. Aber wir hören erstmal rein. Eine Schutzweste, für meine Gunnies, da kommt es zu nem Schusswechsel. Ich habe Hunger, ich muss Brust essen. Und wenn es sein muss, würde ich rausgehen, den Lauf an deine Brust pressen. Während du den Band. Wo der Rap-mäßig ganz gut klingt, das einzigste, zu Gent und Samra klingt er so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen mehr Druck in der Stimme, wäre vielleicht noch ganz nice gewesen. Schlüssel von deinem Vater nimmst, mach ich hier am Haramtisch Geschäfte mit nem Fanatist. Ich komme in den Proberaum, du machst Promo im Modenschau. Ich zeichne hier die krankesten Punches wie ne Schablone auf. Heb die Patronen. Ich zeichne hier die krankesten Punches auf wie ne Schablone. Auch sehr geile Line. Promo im Modenschau, ich zeichne hier die krankesten Punches wie ne Schablone auf. Heb die Patronen auf, ich mache deine Homos aus mit Lyrics fertig. Jede Silbe lässt die paar Atome raus. Dir diese Strophen lag, du wachst von einer Narkose auf. Ich zeige dir die Gassenkinder kiffen und sie kupfen auf. Und der Staat. Ja, klingt wirklich nice. Was soll ich euch sagen, Alter? Aber ich wollte nur damit sagen, dass ich ihn jetzt nicht so bekanntheitsmäßig beim großen Label oder großen Durchbruch mitgekriegt hätte. Aber wer weiß, ich habe ihn wirklich auch nicht so verfolgt. Aber schreibt mal in die Kommentare, was aus ihm geworden ist.
Und wen findet ihr am krassesten? Und wenn ihr nicht meiner Meinung seid, schreibt ihn in die Kommentare. Will mich hinter Gittern sehen, ich grüße seine Schwester, ich heiß Mujahid und fick das Game. Ripp dein Haze, anonym auf Batzen aus dem B. Aber warte, machen wir nur kurz zurück, Leute, sorry. Und der Staatsanwalt will mich hinter Gittern sehen. Ich grüße seine Schwester, ich heiß Mujahid und fick das Game. Ripp dein Haze, anonym auf Batzen aus dem BMW. Verdammt, ich will den GLE, Rap-technisch wie TNT. Ich mach die Maske. Ist einfach auch geil, sie rappen einfach durch, so scheißen komplett auf die Hooks, so, ne? Wirklich ein reiner Rap-Track, der 4 Minuten 38 geht, ohne alles, Digga. Alter, ich fühle diesen Song einfach zu 1000%, so von 100, so, wisst ihr, was ich meine? Gab, egal, ich habe zwei Gesichter. Wenn Gianni Army in die Charts platzt, ist keiner sicher. Ich lass die Frust raus. Was man hier auch bei Anu ganz gut sieht, erstens hat er jetzt keine Maske mehr, aber später hat er auch eine bessere Maske, also eine teure Maske, sieht zumindest so aus. Ja, und jetzt geben wir uns Anu natürlich. Ich halte ihn für einen sehr krassen Rapper, ich bin gespannt, was er noch alles bei Samra reißen wird. Er hatte auf jeden Fall jetzt die große Aufmerksamkeit, die er sich meiner Meinung nach auch verdient hat. Mit Hanno Farane hat er schon ein ganz solides Album abgeliefert und mit... Ultimate hat ein sehr starkes Album für mich abgeliefert und bin gespannt auf sein erstes Album bei Katalea. Wenn Gianni Army in die Charts platzt, ist keiner sicher. Ich lass die Frust raus, denn was raus muss, das muss raus. Ich kann verstehen, dass du Schutz brauchst. Ich spuck die Lines aus der Brust raus. Bra, du hast ganz große Eier, wenn du dich in meine Hut traust. Bra, du hast ganz große Eier, wenn du dich in meine Hut traust. Nehmt euch in Acht vor der Kani-Armee, wenn die in die Charts kommen, ja. Anu ist, kann einfach rappen, ne? Ich meine, Samra hat ihn sonst auch nicht gesigned. Ballerparts, bis die Masse stolz ist, die Taschen voll sind, bis die Maske Gold bringt. DGX6, Ra, Anu rollt drin, ich bleib bodenständig, fick dein Fame und deinen roten Teppich. Ich bleib bodenständig, fick dein Fame und den roten Teppich, ganz, ganz, ganz geile Line, fühle ich komplett, ja. Feier ich. Auch nice, wenn man sich den Track anhört. Beide waren bei Alpa, so Newcomer. Und jetzt ist Anu einfach bei Samra gesigned. Ist auch irgendwie nice, ne? Wenn du willst, kriegst du gleich deine Faust. Mach mir nicht auf hart, dein Körperbau. Gleich deiner Frau. Einser der Flow. Zur Seite, wenn die zwei... Mach mir nicht auf hart, dein Körperbau. Gleich deiner Frau. Ist auch sehr geile Line. Feier ich. Anu ist hier auch komplett anders krass unterwegs. Feier ich komplett. Bau gleich deiner Frau, einser der Flow. Zur Seite wenn die zwei Masken dich zu zwei klatschen, warte bis wir reinplatzen. Lass die Hunde hier vom Neid platzen, das ist mein Batzen. Ihr seid mir unterlegen wie mein Schatten. Ihr seid mir unterlegen wie mein Schatten, wie geil ist diese Line, Alter. Feier ich den Part von Arno. Ja, da steht sie auch, die Kani-Armee. Ich muss sagen, Alpa und Anu fand ich hier, glaube ich, sogar am stärksten auf dem Track, obwohl Samra auch echt geil war. Gent war auch stark. Ich fand hier Dings auch nicht schlecht. Da hat mir nur der Druck so ein bisschen in der Stimme gefehlt, aber sonst, die Lines waren sehr, sehr stark. Ja, ist schwer, sich da eine Reihenfolge zu machen. Man sagt zwar, er ist der, so, weißt du, aber dann denkt man doch wieder an den anderen Part. Aber ich sag euch ganz ehrlich, labeltechnisch, sterbe vor die alle mit Verträgen und, Digga, das wäre ein Label geworden. Sterbe vor die hätten dann immer so Kani Armee Label Sampler gedroppt oder so. Digga. Endstufe wäre das gewesen. Unglaublich starker Track. Wirklich unglaublich. Und dieses Scheiß auf Hook, Rap, wir zerstören alles so. Wir gehen in den Krieg so. Feier ich komplett. Digga, es ist leider schon alt der Song. Zweiten Teil wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Aber ich wollte euch einfach mal eine Oldschool-Video, eine Oldschool-Reaction machen und ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von meiner Meinung zu dem Song haltet. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.